Im Jahre 50 vor unserer Zeitrechnung wurden die Gallier nach längeren handgreiflichen Streitigkeiten von den Römern bezwungen. Häuptlinge wie der tapfere Hau drauf Phoenix mussten dem großen Cäsar ihre Waffen vor die Sandaletten legen. Somit war ganz Gallien besetzt. Doch was sag ich, ganz Gallien? Nein, nein. Denn ein kleiner Flecken setzt sich heftig zur Wehr. Ein nicht gerade großes Gebiet, eingeschlossen von römischen Befestigungswällen. Und in diesem Dorf hier isst, schläft, schnarcht und faulenzt der tapfere Krieger Asterix. Und wenn er das Vorgenannte nicht tut, pflegt er auf die Jagd zu gehen. Denn die Jagd, das sieht man schon an seinem aggressiven Bart, ist sein Lieblingssport. Lass dich bloß nicht von wilden Säuen beißen. Du verwechselst mich wohl mit dir selber, hä? Also, wenn das hier nicht nach Rehmann muffelt, da will ich doch Elch sein. Doch bloß in Rom geblieben. Aber da schwingt deine Frau das Nudelholz. Und so war es immer in jenem Wald zu dieser Zeit. Derweil im Römerlager Kleinbonum der wackere Obermotz Gaius Bonus über das Leben wachte. Ave Gaius Bonus. Oh, entschuldige, aber die Patrouille ist zurück. Ave Julius Scherzkeksus. Ich komme sofort hinaus. Ave Gaius Bonus. Beim Jupiter, ihr seht aus, als wärt ihr unter eine Büffelherde geraten. Wie viele feindliche Männer haben sich euch entgegengestellt? Genau genommen, wenn man mich so fragt. Also es waren über den Daumen, würde ich sagen. Recht betrachtet war es nur einer. Aber so ein großer, kleiner. Ach, ich will wissen, welches Geheimnis hinter der Kraft der Gallier steckt, sonst werde ich noch wahnsinnig. Na, Asterix, gehabt irgendwas Verdächtiges? Nee, nix. Ach doch! Hab 4 blöde Reber versemmelt. Bloß 4. Hey, Obelix, heute gibt's bei mir Haxe von der wilden Sau. Ich muss bloß noch 2 Hinkelsteine ausliefern, dann komm ich. Wenn das nicht nach Wildsaubraten schnuppert, will ich Idiotik essen. Ich wette, die Römer ärgern sich die Platze. Bin gespannt, was die wieder aushecken. Ach, solange uns Miraculix den Zaubertrank mischt, kennt die Schlappschwänze ruhig kommen. Gerade fällt mir ein, ich klopfe und halt mal wieder mit dem Schlickchen dran. Gehen wir doch gleich mal zum Druiden. Bist du fertig? Nicht so hetzen, Asterix. Die Vorspeise rutscht mir gerade Speiseröhre runter. Ich nehme noch was mit. Für unterwegs. Na, wer sagt's denn? Der klettert schon wieder im Boom rum und schnippelt Mistel. Hallo, Miraculix! Wir sind's, Druide! Oh, nee! Wer stört mich denn da beim Misteln schneiden? Au! Menschenskinder, nun hab's mir auch noch in den Finger gesäbelt! Sicher mit einer stumpfen Sichel! Wir sind welchen unserer Ration Zaubertrank hier! Asterix, du bist eine kallische Nervenzäge, weißt du das? Nudelfix-Druiden-Mix, dieser Zaubertrank macht jeden unbesiegbar und verleiht elefantenmäßige Kräfte. Seid euch dessen immer bewusst. Nun verrat uns doch mal, was außer Nudelfix und Druiden-Mix noch so in der Brühe rumschwimmt. Das Geheimrezept des Zaubertrankes wird seit grauer Vorzeit nur von Druide zu Druide weitergereicht. Ich kann nur so viel verraten, dass wohlschmeckende Schalentiere hineinkommen. Naja, zugegeben, Hummer ist kein Muss, verfeinert aber aufs Delikateste den Geschmack. Darf ich mal ein Löffelchen kosten? Nee, nee, Obelix und noch immer nee. Du weißt doch ganz genau, dass du als Säugling in den Zaubertrank getitscht bist. Das reicht dein Leben lang. Du bist wahrhaftig kräftig genug, mein Dickerchen. Wie wär's, wenn du mal ausprobieren tätst, ob mir die Komposition gelungen ist? Ich glaube, es wird schon. Musik.
Bruno! Delikatesse! Die armen, armen Römer. Das gibt wieder mal was auf die Nuss. Apropos Römer, just in diesem Moment haben sie eine Konferenz. Lagebesprechung. Wir belagern dieses blöde Gallierdorf schon 5 Jahre und immer wieder halten sie uns zum Narren. Sie tanzen uns auf der Nase rum. Das ist eine Blamage für das göttliche Rom. Wir müssen hinter das Geheimnis ihrer unheimlichen Kraft kommen. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, Markus Schmalzlockus. Ich brauche einen Freiwilligen, der die Sache bei den Galliern ausspioniert. Wie ich das so sehe, haben wir zu viel Freiwillige. Und um einen herauszupicken, spielen wir das schöne alte Spiel, die Reise nach Rom. Bei diesem alten Spiel, ach, was rede ich, das wird doch wohl jeder kennen. Also, es geht darum, es gibt einen Stuhl weniger als Legionäre. Und sobald die Musik abbricht, sollte jeder zusehen, dass er einen Stuhl abbekommt. Denn sonst... Caligula Minus hat verloren, Caligula Minus hat verloren. Ich gehe aber nicht zu den Galliern. Cäsar wird dich reich dafür belohnen. So viel hat er nicht in der Sparbüchse. Ich lasse dich zu einem Grillhähnchen verarbeiten, wenn du dich weigerst. Na, wenn das so ist, einverstanden. Sorg dafür, dass er wie ein Gallier aussieht. Derweil im Dorf der Gallier. Es lebe, es lebe! Ruhe! Du haltet doch mal den Backen! Die blöden Römer tun sich in letzter Zeit verdächtig still verhalten. Was hat das zu bedeuten? Nichts Gutes jedenfalls. Also mach die Kugeln auf und vergesst nicht, die Zauberbrühe zu nehmen. Hoch, Majestät, unser Häuptling! Es lebe unser Häuptling! Chef! Chef! Was ist denn los, mein Zarter? Miraculix gibt mir niemals sich einen Zaubertrank. Das findest du in Ordnung. Ich glaube, meine Muckis sind schon ganz schön schlaff geworden. Schlaff? Ach du Grüne, nein, jetzt will er wieder krächzen. Ich will nur einen Gesang anstimmen, um den Kriechern Mut einzuflöten. Kunstbanausen, ich muss mal wieder eine Tournee zu den Vandalen machen. Caligula Minus ist bereit, großer Bonus. Hm. Ich will ihn mir ansehen. Legt ihn in Ketten! Du wirst nun in die Nähe des gallischen Dorfes gebracht. Sobald ihre Wachposten dich entdecken, werden sie dich befreien. Und wenn du erstmal in ihrem Dorf bist, wirst du auch das Geheimnis ihrer unglaublichen Kraft herausbekommen. Na, was hältst du von meinem Plan? Ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts. Ich hab null Bock. Schafft mir den Molch aus den Augen! Molch? Wieso Molch? Ich bin kein Molch. Ich bin ein römischer Römer, ein romanischer Römer. Er wird mich. Er wird. Eine kleine Frischelei wäre jetzt nicht übel. Ja, das wäre schon schön. Aber die Römer haben die Hosen bis zum krachenden Abfall. Die lassen sich hier nicht mehr ablegen. Warte mal! Was ist denn? Ich rieche was. So. Sei streng nach Römer. So los auf den Baum! Noch weit? Meine Blasen an den Füßen sind schon müde. Halt die Klappe, Caligula Minus. Du weißt doch, wenn die gallischen Horden uns überfallen, wirst du als Einziger verschont. Na, gucke mal. Die Römer haben Stammesbruder gefangen. Die kennen Wasser lernen. Zu blöde, alle Kau. Sollen wir sie wiederbeleben und von vorne anfangen? Lass nur, es ist schon später.
Du bist ja blass wie eine Bäckermütze. Mist. Jetzt muss ich schon wieder zum Zahnarzt. So, nun nehmen wir bloß noch die Ketten ab. Ketten abnehmen? Braucht ihr kein Werkzeug? Oh, ist er nicht niedlich, unser Lehner? Erzähl mal, wer du bist. Ich bin K. Kann wenigstens. Minimix aus Lutetia. Aber in Lutetia lehnt doch der Remer mit den Galliern in Frieden. Ja, schon, aber es ist so, weil ich so unglaublich schlau aussehe, halten die mich für einen Spion? Die Remer sind wirklich dämlicher, als es jede Wildsau erlaubt. Das von Markus Schmalzlockus angeführte Heldenkommando kehrt flotten Schrittes nach Kleinbohnum zurück. Ave Bonus. Auftrag ausgeführt. Wir waren im Wald. Dann kamen sie. Und nach kurzer Unterhaltung haben sie ihn mitgenommen. Wieder mal ein glorreicher Sieg für mich. Wollen wir nur hoffen, dass Caligula Minus heil wieder zurückkommt, damit er uns berichten kann. Das will ich für ihn hoffen. Denn wenn nicht, werde ich ihn zurechtstutzen auf die Größe. Alea jacta sunt. Wie meinen? Bald sind wir in unserem Dörfchen. Da könnt ihr nicht mehr zustoßen. Da sind wir unter uns Geiern. Oh, wie mich das freut. Ah, da ist schon einer. Hey, Asterix und Obelix, komm heme! Die haben was mitgebracht. Kann wenigstens auch unserem Chef erstmal einen schönen guten Tag. Wo ist der dämliche Römer? Ich schneide ihm seine römischen Löffel ab. Wo ist der dämliche Römer? Wo ist der dämliche Römer? Ich will ihn haben. Dann mal rein in die gute Stube. Nö, erst einmal willkommen, mein Gutster. Und fühl dich bei uns wie zu Heime. Das tue ich. Sehr gerne. Ich werde sofort ein Willkommenslied intonieren. Nun guck dir das Dorf an, bis es Essen gibt. Ja, gut. Ich bin gespannt, mit was für Werkzeugen die wohl Metall bearbeiten. Wer verrückt. Sag mal, ist das eigentlich ihr Geheimnis, warum ihr so stark seid? Na klar, aber wir dürfen nicht ausplaudern. Hau dir lieber deinen Braten hinter, sonst schrumpelt er zusammen. Aber warum könnt ihr mir das Geheimnis nicht verraten? Das ist eben so. Von euch. Ich meine, was soll der Quatsch? Ich bin ein Goliath, Gallier wie ihr. Versteht ihr, wenn ich so stark wäre wie ihr, dann würde ich durch die römischen Linien durchkommen und könnte zu meiner lieben Frau nach Lutetia zurück. Was macht man nun? Ganz klar. Wir essen erstmal seine tote Sau. Mein Weib. Und mein kleines Töchterchen. Na schön, wir gehen zum Druiden. Ja.
willst du, du Nervensäge? Ich gar nichts. Nur unser lutetianischer Freund Calvinix möchte das Geheimnis unserer Kraft kennenlernen. Kommt nicht in die Tüte. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich muss nach Lutetia zu meiner Frau und meinem Sohn tischischen. Was arbeitest du eigentlich? Ich bin ein Fremdenführer. Ich zeig den Touristen Lutetia bei Nacht und die sonstige Sehenswürdigkeiten. Nee, nee und nochmals nee. Ist ja gut. Ich hab alles verstanden. Dann muss ich eben so versuchen, nach Lutetia zu kommen. Aber wahrscheinlich werden die Römer mich schnappen und dann werden sie mich den Löwen zum Fraß vorwerfen. Und bei jedem Biss werde ich laut ausrufen, Miraculix hat Schuld, Miraculix hat Schuld. Und dann könnt ihr ja sehen, wie ihr mit eurem schlechten Gewissen fertig werdet. Also gut, mein Zwischen, schwört man nicht so sein. Kein wenig, gratuliere, er hat ja gesagt. Kannst wieder vorkommen. Du habst doch nicht so mädchenhaft. Ich hab mich dazu durchgerungen, dir mein Geheimnis zu offenbaren. Und du kriegst sogar ein Löffelchen davon. Ein Geheimnis, das man essen kann? Nun geh und sag den anderen Bescheid, Asterix. Eine kleine Portion dieses wunderbaren Trankes wird genügen, um dich sicher nach Lutetia zu bringen. Aber merkt dir eins, die Wirkung vergeht recht flugs. Gemüsesuppe. Nö, das Aroma lässt sich variieren. Als Fischbouillon oder Käseomelette oder Eispein mit Sauerkraut. Lecker. Aber irgendwie fühle ich noch gar nichts Besonderes. Er fühlt noch nichts Besonderes. Versuch mal, den Stein da drüben anzuheben. Anzuheben? Schaffe ich nie im Leben. Verleiht ungeheure Kräfte, aber er macht nicht unverwundbar. Was geht denn hier los? Wir schwufen. Genau, wir lassen die Puppen tanzen. Seid ihr fertig? Erste Schrittchen nach rechts. Und dann noch ein Schrittchen nach links. Zwei Schritte nach vorne und zwei zurück. Und da habe ich mir einfach gedacht, naja, da steht mir viel bessere falsche Werte sind bei uns der letzte Schrei. Hm? Du bist doch egal, du bist der römische Spion. Haltet ihn! Sinnlos, ihm nachzulatschen. Durch den Zaubertrank ist er praktisch unverwundbar. Alles deine Schuld, Miraculix. Jetzt wird's verrückt. Du warst es doch, der mich so lange gelöchert hat, bis ich ihn hab davon nippeln lassen. Ach, was soll's.
Der kennt doch nicht das Rezept. Und die Wirkung ist eh bald wieder vergangen. Halt, oder? Ave Gaius Bonus, ich weiß jetzt, warum die Gallier so stark sind. Sie haben einen Zaubertrank. Und wo ist der Zaubertrank? Da drin. Komm mit, Caligula Minus. Lass mich sehen, wie dieser Zaubertrank sich auswirkt. Verprügelt sie. Vorwärts! Worauf wartest du? Was, dieser Zwerg? Der soll uns verprügeln? Da bin ich aber gespannt. Nur so zum Aufwärmen. Donnerwetterchen! Donnerwetter! Das Dumme ist nur, dass wir keinen Zaubertrank haben, um das Rezept herauszubekommen. Wirklich blöd! Na, wir könnten ihm doch den Bauch aufschneiden. Gut, versuch's doch mal! Die Idee ist gut, aber Caligula Minus scheint sie nicht zu gefallen. Ganz und gar nicht! Man müsste wissen, wie lange die Wirkung des Zaubertranks anhält. Tja, kein blassen Schimmer. Heb diesen Stein dort hoch. Meine leichteste Übung. Hervorragend. Halte den Stein weiter hoch. Wenn er dir zu schwer wird, wissen wir sofort, dass die Wirkung des Zaubertranks vorbei ist. Die Stunden verrinnen. Aha! Na? Fühlst du dich jetzt nicht mehr so stark? Sieht ganz so aus. Ich muss dieses vermaledeite Rezept haben. Dann wäre ich der Herr der Welt. Dann wäre ich Gaius Cäsar. Überlassen wir Gaius Bonus seinen Träumen und kehren wir zu den Galliern zurück. Ich gehe jetzt in den Feld Misteln schneiden. Wirst du gehen, wenn ich mitkomme? Nee, Asterix. Du bleibst hier, um das Torf zu bewachen. Deine Muckis erhältst du aus meinem Zaubertrank. Aber deine Intelligenz kommt aus dir selbst. Außerdem bin ich sofort wieder da. Meinetwegen, wie du meinst. Was ist denn nun los? Wir haben den Druiden gefangen, großer Gaius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. Zur Belohnung erhältst du Sonderurlaub, damit du nach Rom in den Zirkus kannst. Na, ist das was? Zirkus? Ich darf in den Zirkus! Müsli? Druide! Du wirst mir dein Geheimnis verraten. Sonst hast du sie aber noch alle, ja? Gut, dann wirst du gefoltert. Wer nicht spricht, wird gefoltert. Der quatscht bald wie ein Wasserfall. Wirst du sprechen? Du sappelst doch! Wir machen das nicht zu unserem Zeitvertreib. Seit Stunden wirst du gefoltert und es scheint dir nichts auszumachen. Nö, ich finde es ausgesprochen kurzweilig. Wenn du redest, du Rübe, dann werde ich dich zu Druide. Einem reichen und mächtigen Mann machen. Nö. Du bekommst Sesterzen. Einen riesigen Berg Sesterzen. Nee. Gegen den Starrsinn dieses Morbiden bin ich anscheinend machtlos. Er ist ein alter Dickkopf, widerlich, ekelhaft. Das macht mich verrückt, hast du
Flair oder was? Was tischerst denn du so hin und über? Der Druide ist in den Wald gelaufen, um Misteln zu schnippeln und ist noch nicht retour. Schwerden suchen. Pass bloß auf, du hast lange keinen Zaubertrank mehr gesüffelt. Hör mal zu! Spät doch nicht blöde! Miraculix! Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Nur mein Vieh ist mir noch treu, zieht die Karre mit dem Heu. Doch mein Heu kauft niemand mehr, darum ist die Kasse leer. Mach dich doch nicht fertig, alter Freund. Such dir einen anderen Job. Was denn? Wär doch einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheißt die Holzwürmer aus deinem Brett vorm Schädel und schon live die Chance. Wunderbare Idee. Ich werd Holzwurmhändler. Nun brauche ich das Heu nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. So, das hätten wir. Nun bin ich dran. Immer du. Sag mal, hast du zufällig einen Druiden gesehen, der Misteln geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach kleinen Brunnen geschleppt wurde und der hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Kleinbohnen kutschen. Aber das liegt doch gar nicht auf meinem Weg. Doch liegt es. In Kleinbohnen ist ein großer Kleinviehmarkt. Da bist du deine Holzwürmer ruckzuck los. Was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Ah, siehst du, da vorne ist schon Kleinbohnen. Aber warum versteckst du dich denn? Ach, ich will nur Späßchen mit meinen römischen Freunden machen. Das ist einer. Späßchen mit seinen römischen Freunden. Der ist so behämmert, dass ihn die Wildschweine beim Himbeerenflicken beißen. Halt! Was hast du da auf deinem Wagen geladen, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter! Oh. Lachst du mich etwa aus? Was gibt's denn, Krachus Kleinbus? Der Kaufmann, der macht sich über mich lustig. Claudius Ventilatus. Lass ihn passieren, ich kenne ihn. Er ist dumm und harmlos. Beinahe hätte diese Pläne ein hier alles vermasselt. Wir sind mitten im Lager. Willst du jetzt dein Späßchen machen? Nee, es ist schon spät. Ich warte lieber bis morgen, da wird's noch lustiger. Na gut. Nächtle.
Kniffel noch. Leg dich nieder und iss. O Markus Schmalzlockus, mein treuer Freund. Ich habe mit dir zu reden. Vielen Dank, verehrter Gaius Bonus. Du weißt, wir brauchen unbedingt das Rezept für den Zaubertrank von dem Druiden. Denn dann wären wir unbesiegbar. Wir marschieren gegen Rom, greifen an und stürzen Cäsar von seinem Thron. Julius Cäsar? Na, etwa Max Cäsar? Natürlich Julius. Und danach bilden wir dann ein Triumvirat. Das ist doch ein Spitzenplan. Ich glaube, ich mach's lieber allein. Ich werde das Triumvirat. In Rom werde ich ihn den Löwen zum Fraß vorwerfen. Ich werde der Herrscher von Rom. Ich ganz allein. Nicht uninteressant, aber ich weiß immer noch nicht, wo Miraculix steckt. Komisch, das komische Zelt ist bewacht, da wird er wohl drin hocken. Luft anhalten, ich will nur auf die Schnelle meinen Kumpel befreien. Drehen Sie sich! Bei Jupiter und Mars, das ist einer von den unbesiegbaren Galliern! Ich glaube, ich muss auf die Latrine! Ja, aber... Asterix! Na, wie geht's? Selten dämliche Frage. Stell dir vor, diese verblödeten Römer haben wirklich geglaubt, ich würde ihnen das Geheimnis verraten. Chef! Sie haben mit Gänsefedern meine nackigen Fußsohlen gekillert und gedroht, mir meinen Bart abzusäbeln. Wie gemeine! Das werden wir den Brüdern aber heimzahlen. Ich hab schon eine tolle Idee. Chef! Chef! Gaius Bonus. Rede, Atemloser. Wir haben einen Gallier entdeckt. Wir brauchen Männer, um ihn gefangen zu nehmen. Beim Jupiter. Lasst uns heftig Alarm blasen. Dich, elender Gallier! Wenn nicht, sehen wir uns gezwungen anzugreifen. Also komm raus! Was meinst du? Wird er sich ergeben oder nicht? Mir wäre das Liebste, er würde drin bleiben. Gaius Bonus, wie damals unser Halbling Herr Truffinix. Na los! Ich ergeb mich auf Flitzbeben. Ich hab meine Zeit nicht im Lotto gewonnen. Schnappt euch den gallischen Lümmel! Oder ihr werdet zum Pilzesammeln im Galliergebiet abkommandiert. Wie Pilze? Im Galliergebiet? Da gibt's Saures. Mm-hmm.
Was ist denn hier los? Ein Gallier hat geglaubt, er könnte uns Römer täuschen. Das ist aber nicht nett. Er hätte mit seinen Späßchen warten können, bis ich wach bin. So sind sie, die Gallier. Das ist wirklich nicht nett. Gar nicht nett. Sprechen, Ruine. Druide. Gut, du hast es so gewollt. Dann werden wir eben deinen Freund foltern. Mal sehen, ob er gesprächiger ist. Der wird schwundern. Ich werde sprudeln wie Wasserklosette. Ich werde dir erzählen, wie es bei uns verrückt. Sei still. Ich höre Römer latschen. Gaius Bonus wünscht euch beide zu sehen. Das Geheimnis des Zaubertranks? Ich? Kein Schimmer. Also, zum letzten Mal, Walküre. Druide. Gib uns das Rezept, oder wir müssen deinen Freund fürchterlich foltern. Ihr könnt mich foltern, bis die Darmschraube klemmt. Ich vertraue blind auf die Resistenz meines kallischen Bruders Asterix. Jetzt werde ich aber echt wütend, Rosine. Druide. Das ist das Ende des Geduldsfadens. Auf den Tisch mit ihm und holt mir den Folterknecht her. Ich komme, bin schon da. Immer zu Diensten, wollte ich sagen. Erbarmen, erbarmen! Ich flehe euch an, tut mir nicht weh! Nein, tut es nicht! Halbgewagter Kondensator, haltet inne! Ich kann dieses Wehklagen nicht mehr länger ertragen! Dieses arme Pilzchen ist doch alles! Lass ab, Knecht der Folter. Aber ich hab noch gar nicht... Angefangen, wolltest du sagen. Oh, die scheißlichen Qualen! Oh. Lass hören, Drüse. Ruide. Gib mir sofort das Rezept, sonst muss ich den Folterknecht zurückrufen. Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen zubereiten, aber ich brauche noch einige Inkredenzien aus dem Wald. So schnell schießen auch die Kallier nicht. Schade, ich war heute so gut drauf. Du sollst alles haben, was du brauchst. Begleitet die Luise in den Wald. Den anderen Gallier behalte ich hier als Geisel. In paar Misteln, dann brauche ich noch Schnüffelkraut und Höllenfurz, gezwirbelte Portenkäfer und ein wenig Schelmenspat. Nächst selbiger gern in der Erde. Der Druide ist zurück. Und er braucht einen Topf, hat er gesagt. Dann gebt ihm einen, ihr Idioten. Eine Prise Hornraspel, ein Holstein getrockneter Tränen und das Ganze lassen wir noch mal heftig auffallen. Lass schneller wallen, Mann. Walle, walle, walle. Ich glaube, irgendetwas Wichtiges fehlt noch. Was? Erdbeeren. Erdbeeren? Zu dieser Jahreszeit? Ich weiß, es ist nicht einfach, aber bitte meins welchen. Nun kann ja warten, bis hier welche wachsen. Nein, vorwärts! Schickt Boten aus, ich brauche Erdbeeren. Und das Ganze ein bisschen Dalli-Dalli. Ich will Erdbeeren, sonst rollen hier Köpfe! Asterix, du bist ein pfiffisches Kerlchen. Moment mal, die Idee mit den Erdbeeren war von dir. Dolce Vita auf Kosten Cäsars.
Ich werde wahnsinnig. Wo bleiben diese verdammten Erdbeersammler? Die können was erleben, die Brüder. Die Erdbeerboten sind zurück, großer Gaius Bonus. Na, endlich. Ave Gaius Bonus. Ave, ave, brave Jungs. Na, was ist? Habt ihr die Erdbeeren? Keine. Nicht eine. Wir haben wirklich alles abgegrast. Julius Octopus ist immer noch unterwegs. Nein, hier bin ich, Gaius Bonus. Ich habe ein Schälchen Erdbeeren ergattern können. Ich habe unterwegs einen germanischen Händler getroffen und sie für einen Wucherpreis gekauft. Her damit. Und zur Belohnung, Tullius Ochsenfrosch, Oktopus, darfst du nach Rom fahren und in den Zirkus gehen. Na, was sagst du? Ich darf in den Zirkus! Ich darf in den Zirkus! Dödel! Druide. Hier sind die Erdbeeren, die du für den Zaubertrag brauchst. Jetzt gibt's aber keine Ausreden mehr. Nu, was meinst du, Asterix? Nun wollen wir nicht hoffen, dass sie Matsch sind. Bisschen sauer. Oh ja. Warum er etwas ärmlich ist, darf der ruhig ein bisschen süßer sein. Sehr richtig. Also das nächste Mal bitte die etwas süßere Sorte. Sonnengereift, wenn ich bitten dürfte. Jetzt habe ich aber genug von euch wahnsinnigen Galliern. Das ist so unfair. Nö, wir würden gleich plärren, junger Mann. Ich würde dir deinen Zaubertrank schon zubereiten. Aber ja. Es geht schon nur ohne Erdbeeren. Schmeckt dann zwar nicht nach Erdbeeren, muss aber auch nicht nach Erdbeeren schmecken. Genau. Muss und ich, die machen ihn immer so sauer. Die bringt mich um den Verstand. Nur noch heiß serviert zu werden. Her damit. Wer sagt mir denn, dass diese komische Brühe nicht vergiftet ist? Das wäre doch möglich, oder? Wenn's dich beruhigen tut, dann werd ich ein Schlückchen von der Brühe nehmen. Und weg! Du hältst mich wohl für bescheuert, was? Damit du wieder kräftig wirst wie ein Büffel, kommt gar nicht in Frage. Ich brauche einen Freiwilligen. Na ja, so. Beim Jupiter. Dalli, Dalli, ich brauche sofort einen Freiwilligen. Oh, Gaius Bonus. Statt das Leben eines Legionärs aufs Spiel zu setzen, schlage ich untertänigst vor, doch lieber einen Zivilisten für das Experiment heranzuziehen. Schlauer Kopf. Ein Zivilist. Hey, du da. Komm her. Wer? Ich? Ja, du, mein lieber Freund. Wie fühlen wir uns? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich fühle mich ganz miserabel, weil keiner meine Holzwürmer haben will. Das ist nur die Schuld von dem elenden Kerl da. Ich weiß zwar nicht, wovon du hier redest, aber ich will dir trotzdem zum Trost eine Suppe spendieren. Suppe ist mir immer zu flüssig. Hier geblieben. Trink. Was glotzt ihr mich denn so blöd an, ihr Idioten? Habt ihr noch nie einen Suppe trinken sehen? Hä? Nun nippel die Suppe aus, dann bist du der stärkste Mann der Welt. Was? Stärkster Mann der... Du bist ein Witzbold, völlig verrückt. Das werden wir gleich wissen. Verprügel die Legionäre. Aber die machen doch Putzlappen aus mir. Ich brauche wieder mal einen Freiwilligen, der sich verprügeln lässt. Ich erwarte gefälligst etwas mehr Begeisterung, wenn ich sage, Freiwillige vor! Dann melde ich mich freiwillig. Du? Na, das ist ja eine ganz tolle Idee.
Ich warte. Los, hau den Zwerg. Na los, worauf wartest du? Hau ihm eine runter. Vorwärts, trau dich. Wundervoll. Was für ein Schlag. Hat sehr geschmerzt. Das war so, als hätte mich Ochse mit dem Huf gelatscht. Ochse? Also, wenn ich jetzt nicht mehr gebraucht werde, kann ich ja gehen. Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix, durchgebrannt mit Aufreiß nix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Jetzt ist mir das ganz egal, ich beginne noch einmal. Auch das Heu brauch ich nicht mehr, nun bin ich heute Wurmhändler. Wenn ich das in meinem Dorf erzähle, glaubt mir das keiner. Also, diese Suppe war sicher ein Zaubertrank. Also vorwärts! Abteilung Magie zum Zaubertrank fassen! Stehen uns die Pforten Roms offen, o Marcus Schmalzlocus. Die Tage des Cäsar sind gezählt. Rüde, Druide, du wirst mir sofort das Rezept für den Zaubertrank aufschreiben. Danach sehen wir zu, dass wir sie irgendwie loswerden. Ich verspreche dir, das wird den Galliern eine Lehre sein. Du sagst es, Bonus. Na. Wollen doch mal sehen, wie stark wir schon sind. Na ja. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Ich nehme mir mal den Kleinen davor. Fehlende Übung. Der sieht mächtig schwer aus. Wer sagt's denn? Ich bin Superman Römisch 4. Den hätte meine Oma mit der Mütze gehoben. Wie? Gaius Bonus? Ja? Dieses Steinchen ist doch mehr was für asthmatische Rentner. So meinst du? Ihr habt mich an der Nase herumgeführt, ihr Hunde. Dieses Zeug war gar kein Zaubertrank. Doch, doch. Doch, Gaius Bonus. Dafür schicken wir alle Gallier auf die Gallonen. Das heißt galeeren und rasier dich gefälligst. Was? Ein ordentlicher Legionär ist immer gut rasiert. Das mag schon sein, aber ein anständiger Centurio geht immer mit gutem Beispiel voran. Was? Wieso? Was ist hier überhaupt los? Sieh dir das an! Was ist das für ein Zaubermittel, Druide? Das ist ein uraltes Haarwuchsmittelchen mit hervorragender Wirkung. Eure Haupt- und eure Barthaare werden ununterbrochen weiter wachsen und eine wahrhaft erstaunliche Länge erreichen. Ihr werdet beglückt sein. Ich werde euch töten lassen und danach verschafft ihr mir ein Gegenmittel. Wie meinen? Streng deine Birne an. Wer tot ist, kann kein Gegenmittel brauen. Davon mal abgesehen, haben wir die 20-Stunden-Woche. Genau, wir müssen uns erst mal ausruhen. Bis später dann, Meister. Halt, wartet! Ihr sollt warten! Na, haben wir eine Sisterze verloren, Gaius Bonus? Nein, ich spiele Murmeln mit ein paar Ameisen, du blöder Heini. Thank you.
Diese Gallier haben mich in der Hand. Ich muss mit ihnen verhandeln. Eine Schande für ganz Rom. Was soll das heißen? Nur ein kleines Spielchen. Jeder, der ihn mit Fussel im Gesicht sieht, kriegt 15 Punkte. Wer der meisten hat, hat gewonnen. Machst du dich über mich lustig, gallischer Zausel? Höre, ich will mit dir verhandeln. Halten wir uns nicht mit Haarspaltereien auf. Ich kann das Wort Haare nicht mehr hören. Da bin ich haargenau deiner Meinung. Sei doch nicht beleidigt. Nun sprich, welches Horn der Suppe hast du gefunden? Der findet das Suppe aus Suppen komisch, sieh dir das an. Ich mach mir ins Hemd. Ich geb mich geschlagen. Sobald ich das Gegenmittel hab, lasse ich euch frei. Sofort. Ich glaube, auf diesem Ohr bin ich augenblicklich blind, taub. Die Sache wird ihm zu haarig. Er hat nämlich reichlich Haare auf dem Zeh. Nur nicht verzweifeln, mein alter Behaarter. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und damit du nicht lange Trübsal bläst, mache ich jetzt in den Wald und hole die passenden Inkredenzchen. Gut, ich gebe dir eine Eskorte mit. Der hätte ruhig noch ein bisschen zappeln können, dieser hinterhältige Schlatz. Das Haarwuchsmittel wirkt nicht besonders lange. Morgen ist der Zauber wieder vorbei. Und dann stehen wir da und haben nichts in der Hand. Nee, wir müssen sehen, dass wir hinauskommen. Diese gallischen Schurken glauben wirklich, sie hätten mich in die Knie gezwungen. Aber da haben sie sich in Gaius Bonus getäuscht. Ich werde mich an ihnen rächen, für jedes einzelne Haar. Wir sollen euch in den Wald begleiten, um die Zutaten für das Gegenmittel zu holen. Ich hab einen guten Plan. Wie kann der gut sein, wenn er nicht von mir ist? Lass nur Wanne und Gatsch. Wenn du mir noch einmal auf den Bart latscht, werde ich ungemütlich. Musst du mal so grob sein, du alter Büffel. Beeilt euch ein bisschen. Die Bärte wachsen immer schneller. So, ich glaube, das reicht für unsere Zwecke. Ich mach wieder runter. Immer wieder, Boss. Wurde auch Zeit. Macht euch an die Arbeit. Nur mal schön langsam. Oh, ich bin völlig fix und durch. Ich hätte doch lieber Sesterzenfächer werden sollen wie mein Alter. Wohin, Stümmelbart? Ich werde doch wohl zusehen dürfen, wie ihr das Gegenmittel braut. Kommt nicht in die Tüte, der Meister braucht Ruhe. Lass mich wieder rasieren. Wachen, bewacht dieses Zelt. Und wehe, wenn einer der beiden entkommt. So, da wollen wir mal loslegen. Siehst du, Asterix, mein Freund, im Kleintopf habe ich den Zaubertrank für uns gebraut. Denn ich bin sicher, dass wir eine große Portion an Kraft brauchen werden, um hier zu entweichen. Und im großen Kiebel bereite ich das Gegenmittel zu. Aus Wasser, Knochenmark, Gemüse und Salz und anderen ungefährlichen Sachen. Denn die Römer werden uns sicher zwingen, es erst zu kosten. Und wir wollen uns doch nicht den Gaumen verderben. Denn der Zaubertrank ist schon fertig. Nimm einen reichlichen Schluck, mein lieber Asterix. Und nun kannst du unsere lieben Freunde reinrufen. Alle Römer, Suppe fassen! Der Topf mit der Suppe kommt hierher. Na gut, wie ihr wollt. Du probierst als Erster. Ja, ist lecker. Herrlich, sehr gustiös. Ich könnte mehr vertragen. Aber ich will den Jungs nicht alles wegsiffeln.
Ich frage mich nur eins, du Zwerg. Was beweist mir, dass euer Mittel den Haarwuchs wirklich aufhält? Du bist unheimlich gewichst, Rämer. Ja, guck dir mal mein Bart an und sag mir, ob der gewachsen ist. Natürlich, beim Jupiter. Er hat recht. Trinken wir! Der war sicher Einzelkind. Widerlich. Markus Schmalzlockus, schnapp dir das elende Gesindel! Mit höchstem Vergnügen. Was willst du mit dem Pato sprechen? Nein, bitte nicht! So, wir machen eine Fliege, bevor diese Hirnis zu sich kommen. Schade, ich war gerade in Schädel fort. Stehen bleiben! Stehen bleiben, hab ich gesagt! Lass mich, Digga! Römer! Hey, mal pumpen! Da sind ja noch welche! Muss ja wie ausgestorben sind. Auf Rom ist immer Verlass. Die Verstärkung kommt gerade zur rechten Zeit. Jetzt wird er gemeiner. Diesmal geht's euch an den Kragen, Gallier. Ich werde euch aufspießen und rösten lassen. Oh, Gaius Bonus. Du wirst dringend in deinem Zelt erwartet. Sehr, sehr dringend. Sehr, sehr dringend? Noch dringender. Er schmeißt seinen verlausten Mantel auf mein Ruhelager. Willst du wohl dem großen Cäsar geben, was des großen Cäsars ist? Juju Tell? In persona. Stottere nicht. Ich möchte sehen, wie weit du mit den unbesiegbaren Galliern gekommen bist. Sprich, was bedeutet die Aufregung im Lager und warum werde ich nicht mit den mir zustehenden Ehren empfangen? Hast du eine Erklärung? Nun, es ist, weil wir im Augenblick momentan... Nun, wir sind gerade dabei, gewissermaßen kämpfend an den Galliern. Kämpfend an den Galliern? An wie vielen Galliern? Zwei. Bei Kleopatras Augen. Man zeige mir die beiden Gallier, die es fertig bringen, eine ganze römische Garnison in Schach zu halten. Ah, das sind sie also, die furchtbar gefürchteten Gallier. Erklärt mir mit euren Worten, was hier vorgeht. Sag du was! Gaius Bonus war unheimlich spitz auf unseren Zaubertrank. Dadurch wäre er unbesiegbar geworden und schnurstracks nach Rom gemacht und auf den Cäsarenthron geklettert. Hört, hört! Das ist eine freche Lüge. Kein Wort weiter, Bonus. Zuerst einmal rasieren und dann Abmarsch morgen früh mit deinen Leuten in die hintere Mongolei. In der Öde der Steppe kannst du über dein Tun nachdenken. Aber... ich bin völlig unschuldig. Hinfort, schnöder Lump. Für die noblen Dienste, die ihr dem römischen Imperator erwiesen habt, gebe ich euch die Freiheit wieder, die man euch genommen hat. Diesmal ist der Kampf unentschieden ausgegangen, Gallier. Aber noch sind die Würfel nicht gefallen. Hast du schön gesagt, Julius. Ich wär verrückt, da seid ihr ja! Hoch leben Meisterix und Miraculix! Hoch leben Meisterix und Miraculix! Man darf ohne Übertreibung sagen, dass das wirklich ein glücklicher Tag für alle freien Gallier ist. Hoch leben Majestix, unser Chef! Hoch leben Majestix, unser Chef! Und nu haut rein, dass die Fetzen fliegen! Juhu! Ja!
Und so feierten sie die ganze Nacht hindurch. Und auch der Mond und die Sterne schienen heller zu leuchten als sonst. So als freuten sie sich mit den Galliern über ihren Sieg, den sie über die Römer errungen hatten. Und nicht nur dank des Zaubertrankes von Miraculix und den unheimlichen Kräften von Asterix. Nein, nein, nein. Könnte es nicht sein, dass die vermeintlich Schwachen manchmal einen Schutzengel mehr haben? Tja, das war sie, die Geschichte von Asterix und Obelix und Miraculix und Hadraufinix und Fürchtenix und Schnellwinix und wie sie alle heißen. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Asterix und seinen Freunden. Thank you.